Hallöchen, dass ihr vorbeischaut. Ich wollte mit euch was Himbeeriges, Schokoladiges, ein bisschen Raffinierteres machen und bin dann hier auf diese Himbeer-Schoki-Sahnetorte gekommen. Jawohl, das trifft es ganz gut. Rezept wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie eventuelle Werkzeuge. Schaut da einfach mal vorbei. Wenn immer noch Fragen offen sind, dann schreibt mir aber wie immer gerne in die Kommentare. Und falls ihr gerade nach unten guckt, vergesst am besten auch nicht direkt meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über alle, die neu bei mir eintrudeln. Gut, fangen wir mit dem eigentlichen Video an. Ihr seht, ich bin mir ein Biskuit am Vorbereiten, ein Schoki-Biskuit. Dafür habe ich meine Eier auf Raumtemperatur gebracht, das ist recht wichtig, damit die sich richtig schön aufschlagen lassen. Habe dann parallel noch meinen Ofen vorgeheizt und meine trockenen Zutaten verrührt. Und beim Biskuit ist immer wichtig, dass ihr den richtig, richtig lange aufschlagt. Das hier sind jetzt 15 Minuten Aufschlagen gewesen. Da könnt ihr sehen, wie viel Volumen da einfach dazugekommen ist, wie fluffig das ist, wie hell die Masse ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Bevor wir jetzt mit dem nächsten Schritt weitermachen und eben unsere trockenen Zutaten da drauf sieben und dann mit ganz, ganz viel Liebe und Mühe und Geduld unterheben. Ich glaube, den Spruch kennen auch ganz viele von euch. Mit ganz viel Liebe, wirklich mit Gefühl, nach und nach unterheben. Dann kommt da noch ein bisschen was an flüssiger Butter zu. Bei More Butter, More Better. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Ein bisschen Butter schadet nie. Die kam noch da rein, ist untergehoben worden. Und dann ist das Ganze in eine Springform gefüllt, die ich mit Backpapier ausgelegt habe, in den Ofen gewandert. Abigaloppi, jawohl. Was ich dann gemacht habe, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil ihr das auch schon rauf und runter von mir gesehen habt, ist, dass ich mir vor dem Biskuitteig habe ich mir einen Mürbeteig hergestellt. Der war dann für eine gute Stunde im Kühlschrank, damit der schön kalt ist. Und hier ist dann der nächste Schritt gewesen. Das heißt, nach dem Kühlen habe ich mir den auf meine Arbeitsfläche gegeben, habe den minimal weich geknetet. Das ist Originalzeit. Das sind 30 Sekunden, die ich damit gearbeitet habe, bevor ich den jetzt hier ausrolle. Wichtig beim Mürbeteig, wisst ihr ja, ist, dass der nicht warm geknetet wird und dadurch brandig wird, sondern dass der relativ kühl verarbeitet wird und eben so wenig miteinander gepanscht wird wie möglich. Ich habe den dann ausgerollt auf etwas Mehl, auf einer bemehlten Arbeitsfläche, habt ihr gesehen, habe den dann hier jetzt einmal gestippt, auf eine Dauerbackfolie gepackt, aber Backpapier funktioniert auch fein. Habe dann meine Springform genommen, da halt den passenden Boden ausgestochen und das auch nochmal direkt in den Ofen dazu gepackt zu meinem Biskuit, der zu dem Zeitpunkt noch im Ofen war. Und das Ganze habe ich dann wiederholt. Ich brauchte nämlich zwei Mürbeteigböden. Alle Böden sind gebacken worden, die habe ich dann auskühlen lassen und einige Stunden später habe ich mich dann hier um meine Füllung gekümmert und die ist super, super einfach. Ich habe mir eisekalte Sahne genommen, die habe ich aufgeschlagen, bis sie schön steif ist, habe dann ein bisschen Zucker dazu getan und parallel hier eben ein paar meiner Himbeeren aussortiert, auf Seite gelegt, die wir halt für die Deko brauchen und meine restlichen Himbeeren abgewogen. Und dann mit meinem hier Stabmixer halt einmal püriert, als auch passiert. Wenn ihr keine frischen Himbeeren gerade habt, könnt ihr das aber auch super gut mit Tiefkühlhimbeeren machen. Guckt nur, dass ihr die auftaut und dann am besten über einem Sieb so ein bisschen abtropfen lasst, damit die nicht so extrem viel Feuchtigkeit haben. Und ob ihr die dann passiert, so wie ich das jetzt hier mache oder nicht, das ist euch überlassen. Ich mag diese Himbeerkernchen überhaupt nicht, deswegen wird das bei mir immer rausgesiebt. Aber wenn ihr da kein Problem mit habt, dann könnt ihr die auch rauslassen und diesen Schritt überspringen und dann hier weitermachen. Ich hatte meine Sahne ja mit ein bisschen Sahne steif abgebunden, damit die ein bisschen stabiler ist und gebe jetzt ungefähr die Hälfte meiner neutralen Sahne zu meinen pürierten Himbeeren. Ich hebe das hier einmal unter, damit da so eine schöne rosafarbene himbeerige Sahne rauskommt. Und das war dann der letzte Schritt, um alle meine Komponenten vorzubereiten. Heißt, beide meine Sahnefüllungen stehen bereit. Ich konnte meine Springform von meinem Boden entfernen. Und das Rezept, was ich euch aufschreibe, das macht, dass wir ein Schokobiskuit rauskriegen, wo man drei oder vier Böden rausgeschnitten bekommt. Für unser Rezept brauchen wir aber nur zwei. Das heißt, die anderen beiden Böden könnt ihr entweder einfrieren oder ihr halbiert das Rezept. Schaut mal, worauf ihr Bock habt. Bei mir bleiben solche Schokoböden nicht lange unbenutzt. Von daher habe ich direkt das normale Rezept gemacht. Gut, dann ging es weiter. Ich habe etwa die Hälfte von meiner Himbeersahne direkt auf den Mürbeteigboden aufgetragen. Dann meinen ersten Schokoboden draufgetan. Dann etwa die Hälfte meiner neutralen Sahne draufgetan. Das ist jetzt ein bisschen irritierend, aber wenn ihr den Anschnitt seht, dann versteht ihr halt sofort, wie der Ablauf ist.
das heißt die neutrale Sahne, gesüßte Sahne einmal drauf, nächster dunkler Boden drauf, dann meine restliche Himbeersahne drauf, auch nochmal glatt gestrichen, und ab dem Zeitpunkt hier habe ich meine Ringe gewechselt, weil ich für euch extra diesen flachen nochmal genommen habe, aber die Torte an sich ein bisschen höher wird. Das heißt, wenn ihr eine höhere Springform habt, schnappt ihr euch die am besten und setzt die da drum. Das heißt, das habe ich dann jetzt hier auch gemacht. Ihr könnt zwar nicht mehr so gut reingucken, aber ich denke, ihr versteht trotzdem das System dahinter, weil der letzte Schritt eben war, dass ich meinen Mürbeteig, meinen zweiten, da oben drauf gepackt habe, dann die neutrale Sahne oben drauf verstrichen habe und das Ganze dann, das ist wichtig, über Nacht in den Kühlschrank getan habe, damit sich alles ein bisschen setzen kann, nochmal ein bisschen abbinden kann, alles halt miteinander ein bisschen zusammenkommt und auch die beiden Mürbeteige ein bisschen weicher werden, damit wir die halt auch problemlos schneiden können. Das ist wichtig, weil wenn wir das Ganze gleich anschneiden möchten und die Mürbeteige noch so richtig knackig, knusprig sind, zerdrückt ihr euch halt die Torte. Deswegen ist es wichtig, dass die über Nacht am besten in den Kühli kommt, damit die Mürbeteigböden Zeit haben, so ein bisschen aufzuweichen und besser schneidbar sind. Ich habe dann den Ring entfernt, wie ihr gesehen habt, habe mir nochmal ein bisschen neutrale Sahne einfach nur aufgeschlagen, Vanillezuckerchen rein, wenn ihr da Lust drauf habt, und habe dann damit meine Torte hier einmal einigermaßen gleichmäßig eingestrichen, dann eingeteilt in 12 Stücke. Ihr könnt da aber auch bestimmt locker 14 Stücke rausschneiden, weil das waren relativ großzügige. Habe dann so ein bisschen extra Schokolade mir geschmolzen, das könnt ihr aber auch mit Nutella oder sonst irgendwas Schokoladige machen, das in so ein Spritztütchen getan und da halt so ein bisschen Deko oben drauf gespritzt. Das funktioniert aber auch nur mit einem Löffel, einfach so ein bisschen drüber sprenkeln, die Schoki. Das würde auch fein funktionieren. Hier habe ich dann als vorletzten Dekoschritt meine neutrale Sahne in so einem Kringeldesign oben einmal aufgespritzt. Dann noch ein bisschen was von meiner neutralen übrigen Sahne mit Kakaopulver aromatisiert, so Tatzen aufgespritzt, Himbeeren draufgesetzt, ein bisschen Puderzucker oben drüber. Und fertig war unser Schoko-Himbeersahne-Traum. Ich glaube, das trifft es fantastisch gut. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu sagen habt zu der Torte. Schreibt mir bitte fleißig in die Kommentare. Ich freue mich immer total von euch zu hören. Jetzt geht die Aufregung schon mit mir durch. Lasst mich wissen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar, ein Däumchen da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!